Ich habe mich 4 Tage auf die Reise gemacht und habe jeden Tag den günstigsten Flug gesucht und auch gebucht. Dadurch habe ich in einer kurzen Zeit verschiedene Orte entdecken können und habe so viel erlebt. Die einzige Regel: kein Flughafen wird ein zweites Mal angeflogen. Ohne Plan und Unterkunft wurde diese Reise zu einer ziemlichen Herausforderung. Aber seht selbst. Ich glaube, ich bin jetzt emotional an meinem totalen Tiefpunkt angekommen. Ja, wisst ihr, wenn wir halt jetzt den um 7:15 nehmen nach Barcelona und es ist der günstigste vom ganzen Tag, dann wäre das halt auch genau das, was ich ja auch irgendwie will mit diesem Content. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist jetzt einfach fucking 2 Uhr. Wie viel ist das bis 7:15? Kann das mal kurz jemand ausrechnen? Das sind viele Stunden, die ich hier am Flughafen warten müsste bis 7:15. 7:15 Barcelona, günstigste vom kompletten Tag. Wir nutzen die Zeit, um ein bisschen was zu trinken, um uns hier ein Nest zu bauen und ein kleines Schläfchen zu machen. Passt zum Content und alles drum und dran. 4,5 Stunden, das ist ja auch fast nur ein Nap. Leute, hier ist niemand, damit mein Rucksack abgefertigt wird. Da ist eine Frau, die möchte meinen Rucksack abfertigen. Shall I put my stuff? Kamera? Ja. Wir sind durch, Chat. Chat, wir sind durchgekommen. Das was mir. Oh, das haben wir Schlübbis. Victoria's Secret. Oh, das würde mir gut stehen. Oh ja, das würde fantastisch an mir aussehen. Auf meiner Reise hatte ich immer meinen Holy Shaker dabei. Damit war ich super flexibel und konnte immer und überall einfach Wasser reinfüllen. Und wenn ich dann mal Bock hatte auf was mit Geschmack, dann habe ich die kleinen Probepackungen von Holy mitgenommen und habe mir dadurch einen richtig geilen Energy Drink gemixt. Den Link zu Holy und satte Rabattcodes findest du in der Videobeschreibung. Das würde ja mega an mir aussehen. Hallo. Ah, der hier in so einem Lila, der so transparent ist. Oh, oder so einer hier, oh, in Blau mit so ganz dünnen Dingern hier am Arsch oben. Oh, wow. Also sag ich. Oh, was machst du da? Machst du ein bisschen Beauty-Stuff? Was geht? Bisschen Beauty-Stuff? Hast du Lippenstift ausprobiert? Oder was hast du hier getestet? Hast du Lidschatten ausprobiert? Nee, nur... Was machst du dann sonst? Nur... Lippen? Was denn? Wo hast du es denn drauf geschmiert? Dann kann ich dir sagen, was ist... Hast du nichts drauf geschmiert? Hä, was checkst du dann ab mit dem Spiegel? Nein, halt nur, halt mein gutes Aussehen. Gut siehst du aus! Ich meine, wenn mal jung ist, sehen alle noch gut aus, aber das war trotzdem ein Kompliment. Die Introvertierte. Man kennt sie. So, kein Plan. Ist auch ganz schön warm hier. Stopp mal, sind wir nicht eben hier reingekommen? Okay, Leute, ich glaube, wir haben uns wir haben es, glaube ich, verlaufen müssen. Die andere Richtung. Funktioniere? Nur nicht mal der Scheiß funktioniert. Zu der Uhrzeit. Es ist einfach trostloser Müll. Wir werden hier niemals irgendein Plätzchen finden zum Schlafen. Ich will einfach mal sitzen und was trinken. Ich bin einsam und ich fliege morgen alleine nach Barcelona. Ich war noch nie in Barcelona. Okay, Barcelona ist jetzt nicht so schlimm wie Marokko. Marokko hätte ich jetzt geweint am Flughafen. Barcelona ist noch okay so. Wir werden uns genau auf diese Bank hinlegen zum Schlafen. Was macht ihr? Alles gar keinen Sinn. Ich glaube nämlich, es geht jetzt gleich los. Wir sehen uns in einer Stunde oder so wieder. Ich war noch nie in Barcelona. Okay, es ist aktuell nur natürlich der Flughafen, ne? Aber fucking shit, wir sind in Barcelona. Ja, wir laufen immer noch weiter Richtung Exit. Wir müssen raus. Und dann bin ich gespannt, wenn wir draußen stehen, wo das nächstgelegene Hotel ist. Haben wir auch einen normalen Ausgang, der nicht so komisch aussieht? Als ob ich, keine Ahnung, wo laufen die denn alle hin? Warum sieht denn der also Ausgang so merkwürdig aus? Ist das jetzt, hör auf mich zu verarschen, Leute. Ich will einfach diesen scheiß Ausgang. Ist das jetzt der Ausgang? Das ist ein Punkt. Ja, aber was ist das? Ist das jetzt Exit oder ist das kein fucking Exit? Was ist denn das? Hör auf mich zu verarschen, ich bin sensibel. Geht diese Tür auf oder? Das kann doch nicht der Hauptexit vom Flughafen Barcelona sein. Das stimmt doch nicht. Niemals. Niemals, da hinten ist eine Autobahn. Das ist doch nicht der Hauptausgang vom fucking Barcelona Flughafen. Das ist es doch nicht. Check-in, Exit. Doch. Hier steht Exit, muss ich nach unten fahren.
Guck mal, das sieht doch hier schon besser aus. Das kann doch auch nicht der Hauptausgang vom Barcelona Flughafen sein. Wollt ihr mich denn verarschen? Das ist doch nicht der Hauptausgang vom Flughafen Barcelona. Also wir sind ja auf jeden Fall schon mal richtig, weil da stehen nämlich Taxen. Und wir gucken jetzt erstmal, wo wir hier ein fucking Hotel haben irgendwo. Ich sehe schon, ich schlafe heute wieder nicht. Alter, 21 Euro zum Barcelona Airport-Dings, fucking Hotel, was einfach 5 Minuten mit dem Auto nur entfernt ist. Okay, 11. Es ist einfach 11 Minuten nur entfernt und die wollen 21 Euro haben. Es ist hier kein Kindergeburtstag, ja? Es ist kein Ponyreiten und es ist auch kein fucking Topfschlag-Event. Habt ihr das verstanden? Das ist der bittere Ernst. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um aus diesem scheiß Flughafen rauszukommen. Und ihr denkt immer noch, das hier ist nicht fucking ernst. Ich werde 4 Tage lang nicht scheißen gehen. Und ihr labert, ihr tut ihr so die ganze Zeit, als ob ihr Reda, hör mal auf rumzuheulen, alles so easy und sowas. 4 Tage nicht kacken, eine Dreiviertelstunde nicht aus dem Flughafen rauskommen, sich 10-mal verlaufen, Leute. Oh ja, jetzt kommt der Joker und sagt, ja gar kein Problem, ich habe ja 5 Tage mal nicht gekackt. Jetzt kommt der Nächste und sagt, Verena, ich habe mal 2 Wochen nicht geschissen. Oh ja, Verena, weißt du, eine Woche kacken ist doch nicht so schlimm. Hab mal einen Monat Flitzekacke. He can give me a Preis? Preis, Taximeter. Taxi was? Taximeter. But I need the price now. I'm going to taxi driver. Yes. I need to go to Barcelona Airport Hotel. Ich will einfach ein paar Stündchen schlafen. Thank you very much. Guck mal, Leute, die haben einfach eine Lobby mit 2... Okay, ihr seht meine Fresse. Oh, jetzt seht ihr meine Fresse. Einfach eine Lobby mit 2 Aufzügen. Hello. Hello. Do you have a room available with check-in now? Checking now, let's see. Yes, for one night? Yeah, how much would it be? For one person? Yeah. 164. Yeah, I take it. So I need your passport and a credit card, please. Yeah. Weil ich jetzt ein Hotel gebraucht habe, Sandra. Jetzt sofort. Und direkt hier in der Nähe. Und jetzt mit. Jetzt. Und da ist es mir auch scheißegal, ob ich da jetzt 50 Euro gespart hätte. Weil ich jetzt eins gebraucht habe, Vollkontakt. Und zwar jetzt. Und fucking shit, ich darf ja wohl, wollt ihr mir jetzt reinreden, warum ich ein Hotel buche? Und warum ich nicht auf der Straße penne? Wollt ihr damit vielleicht jetzt auch noch anfangen, der eine oder andere? Ready on the fourth floor with the elevator on the left. Ja, cool, thanks. Thank you. Ja, aber ich erkläre das halt schon, Mr. Big Boss, ne? Guck mal, wie geil das hier ist. Oh, Junge, ein bisschen Höhenangst, ach du Scheiße. Genau, Ranger. Das fand ich ja auch irgendwie geil, dass ich jetzt halt hier irgendwo reinkomme. Da ist 164 Euro eigentlich ganz geil. Wie fühlst du dich mit den vielen Flügen? Ja, ich habe ja eigentlich schon Angst auch vom Fliegen. Oh, das schmeckt! Oh mein Gott! Oh, das schmeckt mir gut. Das habe ich sowas von verdient. Also wenn das eine Person verdient hat, dann hab fucking ich das verdient. Also ihr auch alle? Aber fuck, das habe ich verdient. Oh mein Gott. Will da noch jemand kurzfristig nach Barcelona kommen? Ich habe da noch ein Bett. Boah, ich habe sogar einen Föhn. Wow. Ich habe sogar ein Fenster. Oh, wenn jetzt jemand mit mir wäre, könnte mir die Person zugucken, wie ich kacke. Hey, Fraki, wir sind in Barcelona. Hast hier einen geilen Typ auf dem Bett liegen. Und er platziert sich hier so. Und dann guckt er da und dann wird abgestuhlt. Leute, mir geht's scheiße. Ich hab Kopfschmerzen und es ist fucking warm. Warum ist es denn so warm, Mann? Ist ja... Hier ist doch nicht die Heizung an, oder doch? Ist doch hier alles keine Lösung, jetzt 15 Minuten zu Fuß zu einer Apotheke zu laufen. Heute müssen jetzt 18 Minuten zu Fuß zu einer Apotheke laufen. 14. Bei Card, please. Schnell
Schnauze, Chat. Gute Nacht und bis später. Ja, ich fühle mich erholter, Hesen. Aber ich merke, dass das, auch wenn es jetzt 4,5 Stunden waren, also es waren jetzt 4,5 Stunden, die waren gut und ich bin erholter, aber trotzdem sind das noch nicht so die 7 Stunden oder die 8 Stunden, die man in der Nacht schläft. Wir schauen jetzt mal, wie viel ein Uber kostet. Ja, dann muss ich jetzt das Ding nehmen für 21 Euro, das Uber. Ich komme ja nicht drum herum. Have a nice day, bye bye. Barcelona Chat. I take the hummus with toast. Ah, okay. Ja. Yeah. And the seafood rice, so super eher. Thanks. Wir haben nun auch Oliven. Ich nehme alles ein bisschen zu schnell. Ah, danke. Perfekt. Guckt euch das doch mal an, ey. Und ich habe gedacht, vielleicht ist Hummus nicht die beste Wahl gewesen. Das ist einfach so Knusperbrot. Ich kann nicht mehr, ist das geil. Wie geil einfach gesundes Essen ist, wenn man es geil zubereitet. Leute, die Paella ist da, ich kann sie leider nicht hochhalten. Sie sieht krass aus, ich zeige euch ein Bild. Geil, was sagt ihr? Ich möchte nicht so emotional werden, aber ich finde es sehr schön, dass ihr und ich hier zusammen sind. Ey, es schmeckt ganz anders als Paella am Ballermann. Und ich kann es euch gar nicht erklären, es ist trockener. Es schmeckt halt einfach wie Reis, wirklich mit... Wenn ihr so eine Garnele auslutscht, habt ihr das mal gemacht? Eine Garnele ausgelutscht so? Da ist immer so Fischwasser drin. Also so... Und das schmeckt, als ob der Reis halt in so Frischgarnelenwasser gemacht wurde. Und das ist alles. Es schmeckt unfassbar krass, Leute. Es schmeckt unfassbar krass. Ich bin gerade einfach so ein glückliches Mädchen. Ich bin einfach so glücklich. Ich muss sie abfangen, wenn sie da langlaufen. Ich hole einen Herzinfarkt bekommen. Der Stift hätte jetzt auch, es hätte jetzt auch dünn aus meinem Arsch rauskommen können. Oh, was für schöne Läden. Ich mal vor, hier wohnt hier, seht ihr das? Carrea della Porta Ferrissa. Ich mal vor, hier wohnt in so einem Gebäude. Ist das jetzt eine Strecke, die schön ist? Weil wir fahren, laufen ja nur an so Hauptstraßen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, wir müssen mal wieder eine schöne Seitengasse finden. Meine Damen und Herren, wir befinden uns bei der Casa Mila, von Gaudi errichtetes Haus in Barcelona. Das Haus Mila, so die deutsche Übersetzung von Casa Mila, wurde von dem Architekten Antoni Gaudi von 1906 bis 1912 für die Familie Mila in Barcelona errichtet. Es befand sich im Passeig de Gracia Nummer 92 an der Kreuzung mit der Carrera de Provenza, also hier an der Straße. Genau. Gaudi leistete mit diesem Gebäude Pionierarbeit. So machte seine durchdachte natürliche Belüftungsklimaanlage überflüssig. In jeder Wohnung lassen... Achso, Klimaanlagen überflüssig, wegen dem, wie es gebaut ist. Im Entwurf Gaudis bereits vorgesehene Aufzüge wurden allerdings erst viel später eingebaut. Das Gebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion mit tragenden Säulen oder tragende Wände und Stützmauern. Die Balkongitter sind improvisierte Unikate von Josef Maria Jujol, der auch in anderen Projekten mit Gaudi zusammenarbeitete. Die haben auch noch 3 Innenhöfe mit 2 elliptischen mit Gestaltungsdings. Also ihr seht die Balkone, das sind einfach so mal auf Sponti entstanden. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, der erste Stopp bei dem Sehenswürdigkeiten-Rundgang von Verena Ulrich hier auf Twitch, der hat Ihnen sehr gefallen, weil jetzt gehen wir direkt zur nächsten Sehenswürdigkeit. Die wird Sie umhauen, meine Damen und Herren, denn wir gehen zu nichts Geringerem als zur Sagrada Familia, die auch der Gaudi gemacht hat, nachdem er dieses Haus gemacht hat. Ja, nachdem dieses Haus von Gaudi fertiggestellt wurde, hat er sich an die Sagrada Familia gemacht. Und da gehen wir jetzt in diese Richtung hin. Hier, was ist das für ein Ding?
Ist das irgendwas Besonderes oder ist das einfach nur ein Kreisel? Ich werde das bei Google Maps auschecken. Hadi, danke, das freut mich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache noch zu viel Just Chatting. Das ist Plaza de Mossen Jahrzehnt Verdauguer. Warum kann ich bei Google Maps da nicht drauf klicken? Plaza de Mossen. Warte, ich google das. Plaza de Mossen. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur zweiten Sehenswürdigkeit bei diesem Barcelona-Sehenswürdigkeiten-Trip. Mein Name ist Verena Ulrich und ich erzähle Ihnen jetzt Informationen über Monument am Mossen Jahrzehnt Verdauger. Einen Moment, meine Damen und Herren, ich bin irgendwie auf der falschen Webseite. Das ist ein Monument für den Präsident der ersten Spanischen Republik, Francisco P. I. Magal. Ach nee, das war erst vorgeschlagen, das ist doch nicht das Ding geworden. So, das ist ein Image der Republik, was ihr hier seht. Eine Female in Nude mit einem Phygian Cap. Keine Ahnung. Oh, da ist die große Kirche. Ey, boah, das Ding ist ja viel krasser, als ich dachte. Boah, guck doch mal, wie das aussieht, Chat. Nee, ich war ja safe noch nicht, weil das würde ich sonst wissen, glaube ich. Ist das, Alter, ich glaube, das ist das krasseste Gebäude, was ich jemals gesehen habe. Ey, das ist so viel krasser als auf allen Bildern. Guckt euch das doch mal an. Das siehst du doch gar nicht in Bildern. So, das hier. Also, dass da oben da noch Leute drin sind in diesen Löchern und dass da oben Leute draufstehen noch. Und dass da diese Fenster hier alle mit Glas so bunt sind und da so Dings. Boah, ist das krass. Guck mal hier, dass diese Spitzen, die sind auch bunt mit so Blumen. Oder was auch immer das ist. I need to go to... Let me check. Wie heißt das Hotel nochmal? Area of the airport. Moment, I forgot the name of the hotel. Barcelona Airport Hotel. Okay. Thank you. Have a nice evening. Bye. Die Bettwäsche riecht so gut, so gemütlich. Wisst ihr, wie wertvoll ein Bett ist, Chat? Tja, Chat, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen am Flughafen. Zum nächsten Ziel. So, Leute, ich schlafe jetzt. Wir sehen uns dann morgen, ja. Frag mich nicht, wann ich aufstehe. Ich muss jetzt erst das an Schlaf aufholen, was ich gestern verpasst habe. Gute Nacht. Und wer geil wird bei meinem Fuß, muss 5 € spenden. Ihr wisst, wie es hier läuft. Gute Nacht.